Hallo und herzlich willkommen bei den Pickups. So, auch diese Woche habe ich mal wieder ein bisschen zugeschlagen. Und fangen wir gleich mal mit was total unspektakulären an. Einfach nur der Vollständigkeit halber, weil es in der Sammlung bleiben wird. Nämlich Jewel Case Dune 2 in einem bombastischen Top-Zustand. Auch die CD, also unglaublich. Toll, Dune 2 ist ein Echtzeitstrategiespiel. Dune 2000 ist ein Echtzeitstrategiespiel und der Nachfolger von Dune 2 und eigentlich die Überbrückung zu Dune 3. Ja, ist ein. Ich finde nicht, dass es rankommt an Dune 2. Bilder, ja, ist gar kein Bild drauf. Egal. Ja, wo ist. Ich habe es mitgenommen. Bleibt auf jeden Fall. So, dann. Wieder ein Jewel Case und zwar Duke Nukem 3D. Das in. Also die CD ist im Top-Zustand, aber hier die Hülle ist ziemlich abgestumpft und naja. Noch kaputt. Aber die CD ist in einem Top-Zustand. Duke Nukem 3D sollte jeder kennen. Halt der Ego-Shooter überhaupt. Wenn es um die 90er geht, haben wir mit Doom, Wolfenstein 3D und Duke Nukem eigentlich so hauptsächlich alles abgedeckt. Na gut, Ende der 90er. Kommen dann noch ein paar Sachen, aber das ist so der Start bei den Ego-Shootern, was man so kennen sollte. So, denn ebenfalls dabei in dem Bundle ein KKND1. Ebenfalls mit einer CD, die aussieht, als wäre sie noch nie gespielt worden. Die deutsche Version sogar und so weiter. Kann man sich geben, sollte man sich. Ja, der erste Teil, der zweite ist geiler, aber als der erste kam. Hat man wenigstens mal so ein bisschen Konkurrenz zu Warcraft 2 und das Endzeit-Szenario fand ich auch richtig geil, als das Spiel rauskam. War ich Feuer und Flamme dafür. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ist nicht so gut gealtert. Aber als es rauskam, war es halt der Überhammer. Man muss allerdings auch dazu sagen, früher, also in meinem Gefühl, hat man in den 90ern war man schmerzresistenter. Also da konnte man damit leben, wenn ein Spiel knackig schwer war. Heutzutage ist man da ein bisschen deprimierter und gibt schneller auf. Warum auch immer. Mit dazu gab es gleich die KKND Extreme. Wen das nicht schon kackend schwer genug war, der konnte die Extreme-Variante noch, also das Add-on dafür noch zocken. Und auch hier die deutsche Version in einem tadellosen Zustand. Braucht man nicht mehr zu sagen. Gehört natürlich dann auch in die Sammlung. Und ja, warum nehme ich Jewel Cases in die Sammlung? Ganz einfach des Preises wegen. Also bei 50 Cent pro Spiel, da sagt man nicht mehr nein. Da stelle ich mir es dann noch als Jewel Case hin. Und zur Not, wenn man irgendwann die Big Box hat und die CDs sind da vielleicht nicht so hübsch drin, dann behält man die. Ansonsten hat man auf jeden Fall was zum Tauschen. Ja, und was denn gab es noch dazu? KKND2. Crossfire. Ja, allein die CDs werden eigentlich bei eBay ziemlich geil gehandelt, also ziemlich hoch gehandelt. Und hier in einem Top-Zustand beide CDs. Sehen auch aus, als wären sie noch nie gespielt worden. Dementsprechend natürlich knüpft natürlich an. Echtzeit-Strategiespiel. Und wen genauer interessiert, was das für ein Spiel ist, wie es aufgebaut ist und so weiter. Gibt ein Let's Play von mir, man munkelt auf diesem Kanal sogar, vielleicht schaut er mal rein, eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. So, dann kam. Die nächsten Sachen sind Gameboy-Spiele ohne OVP, aber mit Anleitung immer. Ich hadere immer noch mit mir, ob ich bei Gameboy überhaupt die OVPs mitsammle, weil es mir einfach zu krass teuer ist teilweise. Deswegen versuche ich jetzt immer das Modul mit Anleitung zu bekommen. Dann kann ich mir nämlich immer noch überlegen, ob ich mir die Verpackungen alle als Repros hole. Dann habe ich immer auch ein vollständiges. Beginnen tun wir gleich mal mit Motocross Maniacs. Die Dinger haben alle so um die 3 Euro gekostet. Mit Anleitung und Versand und so weiter, ja. Also kriegt man auch auf keiner Börse günstiger und so weiter und Top-Zustand. Also sieht absolut ungespielt aus. Das sind auch alles Originale, habe ich alles geprüft, ist hier gestanzt und so weiter. Auch die Anleitungen, die sind hier nochmal gesondert verpackt. Finde ich cool. Ich weiß nicht, was das für Hüllen sind.
scheinen irgendwelche Klarsichtfolien zu sein für was anderes, weil die sind ein bisschen größer. Aber da scheint das genau reinzupassen. Müsste ich mich mal erkundigen, wo man die herbekommt. Weil es gefällt mir eigentlich für Anleitung. Da könnte ich auch NES-Spieler-Anleitung reinmachen. Dürften auch passen. Finde ich ganz cool. So, Motocross Maniacs ist. Wer den klassischen Gameboy kennt, kennt auch Motocross Maniacs. Weil das hat eigentlich, glaube ich, so ziemlich jeder gehabt, der einen klassischen Gameboy hatte. Das ist dann so wie Mario Land 1 oder Kirby's Dream Land. Das hat man halt einfach gehabt. Ansonsten von der Seite, man sieht seine Motocross-Maschine und fährt gegen die Zeit. Ist eigentlich ja nicht mein Stil, so gerade zeitbasierte Spiele, aber da habe ich irgendwie ganz gute Erinnerungen. Das hat immer zwischendurch mal während der Autofahrt gut hergehalten. So. Ein Spiel, was ich leider auch nicht mehr hatte. Hatte ich auch alles Spiele. Also jedes der Spiele, was ihr hier seht, hatte ich auch in der Kindheit. So wie das nächste. Das nächste habe ich bei Woolworths in Neukölln damals noch geholt. Und zwar Double Dragon 3. Habe ich leider auch nicht mehr. Leider, leider, weil ist auch nicht mehr der günstigste Titel, wenn man es in der OVP haben will. Und ich habe damals bei Woolworths, da war es in der Grabbelbox für einen Fünfer mit drin. Da haben sie das alles rausgeschmissen. Da habe ich auch Mega Drive Infrarot-Pads für 5 Mark und so weiter, alles geholt. Und das habe ich auch hier für 5 Mark, also umgerechnet 2,50 € in der OVP damals gekauft. Ist heute doch um einiges mehr wert. Ja, hier, ich hole die jetzt nicht extra raus. Und hier, das sieht nicht so, also der Aufkleber sieht toll aus und so weiter, aber hier unten ist irgendwas, wo ich mal schauen muss, ob ich das, also sieht aus wie eine Verschmutzung, als hätte einer, ja, weiß ich nicht, als hätte auch einer mal versucht, was hinzuschreiben. Aber ich denke mal, das wird man gelöst bekommen mit Nagellackentferner oder so. Muss mal gucken. Also mit anderen Worten werde ich es nie gucken. Aber theoretisch könnte man es wahrscheinlich abbekommen, wenn man möchte. Zack, 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 zack. Ja. So, und dann noch, was ich auch bei dem Woolworths damals gekauft habe, auch für 5 Mark, war Terminator 2. Und das hat es mir damals echt angetan. Ich bin damals nach dem Woolworths zu meiner Oma und meinem Opa gefahren, habe mich da hingesetzt und erstmal das Terminator 2 ausgepackt. Und da stand im ersten Level ist ein Jump'n'Run. Das ist nicht das Arcade-Game, sondern das Jump'n'Run. Da muss man nach rechts gehen und dann kommt so ein elektronischer Zaun. Und da kommt man nicht durch, wenn man nicht vorher. Vorher sind da 5 Türme und die muss man abschießen und zwar in einer gewissen Reihenfolge. Die Reihenfolge steht aber nirgendwo. Und da habe ich als Kind angefangen, Listen zu schreiben, so Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5. Passt nicht. 5, 4, 3, 2, 1, passt nicht. Und da habe ich alle möglichen Kombinationen geschrieben, bis ich es geknackt bekommen habe. Also war ein schöner Rätselspaß gleich im ersten Level. Leider hier keine Original Gameboy-Hülle, aber kann ich ja ersetzen, kein Problem. Dafür sieht das Modul aber auch wie aus dem Ei gepellt aus. Also auch kein Schmutz oder sonstiges. Wundervoll, wundervoll. Was mir auch schon zu teuer. Also geht meistens so, wenn man es mit OVP haben will, geht es bei eBay so für 20 Euro über den Tisch. Und ist mir einfach dann zu viel. Also für ein klassisches Gameboy-Spiel, muss nicht sein. So, noch was, über was ich mich super gefreut habe. Und zwar gibt es ja die neuen Sam und Max Teile. Und hier haben wir die Season 2 allzeit bereit. Zack, ist im Prinzip ein Point-and-Click-Adventure in dem neuen Stil. Nicht ganz klassisch. Aber es ist urisch cool. Ich habe es mir mal angeschaut. Patrick Patou hat mal angefangen, Let's Play zu machen davon, glaube ich. Da habe ich mal reingeschnuppert gehabt und hat mir echt gefallen. Und warum freue ich mich gerade über die Season 2 und Allzeit bereit? Ganz einfach, das ist die teuerste Season. Also die Season 1 und Season 3, die kriegt man wirklich geschenkt, auch bei Rebuy. Kriegt man die für 1, 2 Euro so. Und die Season 2, die wird selbst bei Rebuy mit. Ich glaube, momentan stand es, als ich das letzte Mal geguckt habe, bei 18 Euro.
Also irgendwie ist die so selten. Scheint keiner gekauft zu haben. Irgendwie scheinen alle die Season 3 und Season 1 gekauft zu haben. Zack. Jo. Da freut es mich halt noch umso mehr, dass ich die Season 2 bekommen habe. Und dann noch fast geschenkt. So, das nächste ist nicht ganz zufriedenstellend für mich, aber wenigstens überhaupt haben, war erstmal die Devise, es geht um Betrayal at Krondor. Ja, ein Spiel, was ich ebenfalls als Kindheitserinnerung habe. Leider kann man dem Spiel hier hinten, den Bildern nichts entnehmen, worum es geht. Es ist nämlich mehr so aus der First-Person-Perspektive ein Rollenspiel und für die damalige Zeit war es eine Grafikbombe. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Also so Might and Magic 6 wäre so das, was mir am nahesten einfallen würde, was so rankommt. Man hat auch diese 360-Grad-Drehung schon, wie gesagt, isometrische Perspektive und einfach nur ein total interessantes Spiel. Ich hab selbst nie gespielt, sondern immer nur meinem Vater zugeguckt, wenn er es gespielt hat. Und ich wollte es immer mal nachholen. Hier, das ist halt, was mich stört. Es ist die Sierra Originals Version, aber in der Big Box habe ich es leider noch nicht für einen erschwingbaren Preis be bekommen. Ansonsten werde ich es natürlich mal irgendwann nachholen. Hier haben wir dann noch die deutsche Anleitung, CD und so weiter. Sieht man, das Spiel selbst ist Englisch. Die CD ist, die Anleitung ist Deutsch. Und ich glaube persönlich, dass es auch eine komplett deutsche Version davon gab, von dem Spiel. Bin mir da aber nicht sicher. Kriege ich aber irgendwann noch raus. Ich habe es ja weiter auf der Beobachtungsliste, weil ich suche halt immer noch die Big Box irgendwann in erschwinglich. Aber andersrum, hier steht. Vollversion deutsche Untertitel. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt auch noch nicht raufgeschmissen. Wenn, dann mache ich das später. Was brauchen wir hier? 486, 25 MHz. Alles klar. Das wird also auf dem Retro-Rechner irgendwann laufen. Mal sehen, ob ich da von dem Retro-Rechner, wenn ich den zusammenschraube, in ein paar Monaten, ob ich da vielleicht ein bisschen Footage aufnehmen kann. Ich muss mal sehen, wie man das capturen könnte. Mal sehen, vielleicht kann ich ja da mal ein paar Let's Plays wieder machen oder so, wenn der zusammengeschraubt ist. So, und dann kommen wir zum letzten für dieses Video. Und da fällt mir ein Stein vom Herzen, weil es ist jetzt nichts Besonderes oder sonst was, aber ich habe das jetzt schon ewig gesucht und das ging mir auf den Zünder, dass ich es nicht bekommen habe. Die Rede ist von Quake 1 in der Big Box. Ich hatte auch bei der letzten Retro-Börse die Hoffnung, dass ich Quake 1 in der Big Box finde. Habe ich leider nicht gefunden. Und bin deswegen jetzt noch froher, dass ich es endlich gefunden habe. Ich habe es auch schon tausendmal bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Ich habe auch schon hier in Berlin, da habe ich schon welche gehabt, die haben es für 5 Euro angeboten in der Big Box. Und dann schreibst du die an und dann hat sich schon einer vor dir gemeldet, tut mir leid und so weiter. Und ich habe mit diesem Spiel echt einfach nur Pech gehabt beim Grabben. Ich habe es einfach nicht bekommen. Und jetzt ist es endlich da. Man sieht ja, kleine Marke sind da. Aber ansonsten ist cool und vollständig. Und Quake 1 ist halt so ein Spiel, ich habe es damals ge gezockt, als es rauskam frisch. Was war das? 97 oder so? 96 sogar schon. Ja, da kam es raus und ich habe weiter mein Duke Nukem 3D gespielt. Ich fand es einfach nicht so prall. Ist auch ein Ego-Shooter. Wurde auch natürlich dementsprechend gleich indiziert, weil es ein Ego-Shooter. Ego-Shooter wurden in Deutschland immer gleich indiziert. Und ja, ich habe es dann halt damals als Kind gespielt und ich fand es nicht so cool wie Duke Nukem 3D. Aber das Spiel hat auch keine ernsthafte Chance bei mir bekommen und das möchte ich irgendwie mal nachholen irgendwann. Dementsprechend möchte ich jetzt versäumtes aufholen und Quake 1 gehört wahrscheinlich zu den Sachen, zu den Meilensteinen, die man mal mitgenommen haben muss. So, hier haben wir dieses README. Dann haben wir die CD. Guck mal, was sagt die CD optisch? Kein einziger Kratzer.
Perfekt. So, und die Anleitung ist die einzige Marke. Hier sieht man die Anleitung. Und da haben sich die Seiten halt schon gelöst. Klar, es war viel zu dick, die Anleitung im Original. Und hier fehlen auch schon ein paar Seiten und diese wurden hier rausgenommen und zusammengelochert. Naja. So. So ist es nun mal. So, wir werden durch und ich werde auch gerade hier rufen. Deswegen sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Lobby.